So, herzlich willkommen hier in Graz-Wörth zum letzten Teil der heurigen Konzertmusikbewertung. Auf der Bühne Platz genommen hat das Jugendblasorchester Sigartskirchen unter der musikalischen Leitung von Michaela Heider. Wir dürfen euch sehr herzlich hier bei uns in Graz-Wörth begrüßen. Ebenso begrüßen dürfen wir, das freut uns, dass er wieder bei uns ist, unseren Ehrenbezirksobmann Karl Heidinger mit Gattin. Herzlich willkommen. Und auch ein herzliches Grüß Gott nochmals an unsere Jury, die ich Ihnen kurz vorstellen darf. Die Bewertung nehmen heute vor Landeskapellmeister Manfred Sternberger. Bezirkskapellmeister Magister Joachim Zelut. Und Musikschuldirektor Magister Johannes Disselberger. Das Jugendblasorchester Sigartskirchen tritt heute in der Stufe A an und wir hören als Pflichtstück We Feel Fine von Hermann Miesbauer. Und dann als Selbstwahlstück Dancing Bubble von Daniel Muck. Wir wünschen euch dazu gutes Gelingen und viel Erfolg. Thank you.
Ja, ganz besonders freut es uns, dass auch der Bürgermeister der Marktgemeinde Sigartskirchen unter uns ist. Herzlich willkommen dem Nationalratsabgeordneten Johann Höfinger. Ja, die zu ihm gehörende Komposition von Hermann Miesbauer, einem Grenzgänger, was Musik betrifft, der über seine Kompositionen und sich selbst sagt, ein Leben zeichnen von Musik und Arbeit. Provokation als ein Mittel des Erwachens neuer musikalischer Möglichkeiten. Sowie das Einbeziehen von multimedialen Möglichkeiten erweitert die Darstellungskraft meiner Kompositionen. So versuche ich stilistisch eine Balance zwischen Tradition und Moderne, Jazz und Klassik, dem Heute und dem Morgen. Seine Ausbildung erhielt Hermann Miesbauer an der Grazer Musikuniversität in Jazzkomposition und auch klassische Komposition an der Anton Bruckner Privatuniversität für Musik, Schauspiel und Tanz. Weiter geht es nun mit einem Stück eines ganz jungen Komponisten aus Niederösterreich. Daniel Muck ist sein Name und er hat ein Kunstwerk von Jani Jahn vertont mit dem klingenden Titel Dancing Bubble. So, ich wurde soeben aufgeklärt, dass wir Dancing Bubble bereits gehört haben. Es folgt jetzt von Hermann Miesbauer, We Feel Fine. Die Erklärung dazu habe ich Ihnen schon abgeliefert. Ich hoffe, bei der Jury hat das nicht für Verwirrung gesorgt. Und nun geht es eben weiter mit We Feel Fine. Thank you.
Ja, ein herzliches Dankeschön dem Jugendblasorchester Sigurdskirchen unter der Leitung von Michaela Haider. Ja, besonders zu erwähnen ist noch, dass die Michi Haider heuer im März die Dirigentennadel in Bronze erhalten hat. Im Nachhinein dazu nochmals herzliche Gratulation. Das Jugendblasorchester Sigurdskirchen gibt es seit dem Jahr 1992 und es umfasst im Moment 35 Musikerinnen und Musiker. Ja, zum zuvor gehörten Stück noch ein paar Informationen vielleicht zum Komponisten Daniel Muck. Wie gesagt, ein ganz junger Komponist, 1990 in Wien geboren und er studierte an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien und unter anderem hat er auch schon ein Posaunenkonzert für den Solo-Posaunisten des RSU Wien komponiert, also ein junger und aufstrebender Komponist. Wir kommen dann zur Bewertung des Jugendblasorchesters und wir bewerten in der Reihenfolge, wie die Stücke gespielt wurden. Das heißt, zuerst das Stück Dancing Bubble von Daniel Muck. Bewertung, Dancing Bubble von Daniel Muck, Stimmung und Intonation, 8, 8 und 7,5 Punkte. Ton und Klangqualität, 8, 8,5 und 8 Punkte. Phrasierung und Artikulation, 8, 9 und 8,5 Punkte. Spieltechnische Ausführung, 9, 8,5 und 8,5. Rhythmus und Zusammenspiel 8,5 dreimal. Tempo und Agogik 9, 8,5 und 9 Punkte. Dynamische Differenzierung 8,5, 8,5 und 8 Punkte. Klangausgleich und Registerbalance 8, 8,5 und 8 Punkte. Interpretation und Stilempfinden, 3 mal die 9. Und der musikalische Gesamteindruck, 9, 8,5 und 8,5 Punkte. Es folgt die Bewertung des Pflichtstückes We Feel Fine von Hermann Wiesbauer. Stimmung und Intonation, 7,5, 8 und 7,5 Punkte. Ton- und Klangqualität 8, 8,5 und 8,5 Punkte. Phrasierung und Artikulation 8, 8,5 und 9 Punkte. Spieltechnische Ausführung 3 mal 8,5. Rhythmus und Zusammenspiel 8,5, 8 und 8,5. Tempo und Agogik 9, 8,5 und 9,5 Punkte. Dynamische Differenzierung 8,5, 8,5 und 8 Punkte. Klangausgleich und Registerbalance 8, 8,5 und 8. Interpretation und Stilempfinden 9, 9 und 9,5 Punkte. Und schließlich der musikalische Gesamteindruck 3 mal 8,5 Punkte. Das ergibt eine Gesamtpunkteanzahl von 84,58 Punkten.